Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3 mit mir, dem Sepp, und es gab eine kleine Pause. Das muss ich leider verzeihen, aber ich hatte keine Lust. Das ist leider die Wahrheit. Ich hatte keine Lust. Ich hatte wirklich keine Lust zum Aufnehmen. Also ist nicht so, dass ich irgendwie krank war oder so die letzte Woche, weil ich glaube, es gab tatsächlich fast eine Woche lang keine Videos. Aber ne, ich habe irgendwie mich nicht dazu überwinden können. Sorry. Fangen wir noch von vorne an, also nicht ganz von vorne. Ich mache erstmal den kleinen Synchro-Check. 1, 2, 1, ne, Moment, ich sage immer oben, unten. So. Jetzt ist die Maus aus dem Bild. Moment, so. Ne, das ist so ein kleiner Synchro-Check, den mache ich seit letztem. Ich glaube, das habe ich bei Need for Speed Most Wanted immer gemacht, um es synchron zu kriegen. Und das mache ich auch hier ab jetzt, einfach weil es, ne, mir ein bisschen den Job erleichtert. Alles synchron zu halten und so. Auf jeden Fall, ich hatte einfach irgendwie keine Lust und so. Und ich muss zugeben, ich habe auch in letzter Zeit ein bisschen was anderes gespielt. Deshalb konnte ich mich dem... Oh, ich habe hier Nebenmissionen. Aber nee, ich habe ja versprochen, wir machen heute eine Hauptmission. Und zwar da hinten ist eine, aber da können wir so nicht hin. Komm, wir gehen einfach mal hier oben hin. Ah, nee, wir gehen... Huch, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Pass auf, so, interagieren. Ich erzähle gleich weiter, aber erstmal, ne? So. Ich hatte einfach keine Lust, denn ich habe in letzter Zeit, ich habe mir über Amazon die Metal Gear Solid Collection geholt. Und wenn ich sage Metal Gear Solid Collection, dann heißt das, ich habe mir den ersten Teil für den PC geholt und die restlichen Teile für die... Warum wackelt das Bild so sehr? Ist aber jetzt weg. Und die restlichen Teile für die Xbox 360, weil ich die ja so in meinem Zimmer rumliegen habe und so. Das ist gut, in diesen Momenten ist es gut, doch noch eine Xbox rumzuliegen zu haben. Weil für ein, zwei Sachen braucht man die noch. Und das wollte ich halt eben immer mal wieder nachholen. Also wenn ich sage, alle Teile, heißt das nicht, dass ich alle Teile spiele, denn den vierten Teil kann ich leider nicht spielen. Denn der ist nur für die PS3 und die habe ich nicht. Also den gibt es leider nur für PS3 und für wirklich nichts anderes. Nicht mal für die PS4 gibt es den aktuell. Vielleicht kommt das ja noch. Wenn ja, dann würde ich den natürlich dort gerne spielen. Aber aktuell nur PS3. Deshalb kann ich nur alle Teile bis zum dritten Teil spielen. Und natürlich auch den fünften Teil, den haben wir ja schon hier auf dem Kanal gesehen. Ey, ich glaube, da komme ich nicht so leicht runter. Wenn ich ehrlich sein darf. Oh, es könnte aber sein, dass ich doch da irgendwie runterkomme. Und zwar, wir machen mal kurz einen kleinen Stopp und ich werde das Spiel mal neu starten, weil ich glaube, das flackert, naja. Ich glaube, das fällt aus bestimmten Gründen hier ein bisschen herum. Deshalb, ich starte mal kurz das Spiel neu. So, da wäre ich wieder. Moment, ich mache die Maus wieder aus dem Bild. Hab das Spiel neu gestartet. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles super duper. Und als ich das neue Spiel neu gestartet habe, habe ich gemerkt, ich bin irgendwie ein bisschen anders. Einen etwas anderen Fleck, aber es ist nicht so schlimm. Da sind wir hier näher an dem Kästchen. Ich würde sagen, auch wenn wir hier eigentlich die Mission machen wollen heute, weil ich habe das ja versprochen, werden wir vielleicht nebenbei auch ein paar Sachen sammeln. Zum Beginn der Aufnahme, quasi. Nicht quasi, sondern auf jeden Fall. So. Warum sage ich quasi? Das macht keinen Sinn. Ist egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich habe halt eben dann in den letzten paar Tagen eher Metal Gear Solid gespielt als... Kann man nicht hoch. Das ist jämmerlich. Ich meine, schade, nicht jämmerlich. Worauf wollte ich hinaus? Kann ich da runterspringen? Oh, da kann ich nicht runterspringen. Ich hoffe aber, ich kann da. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Okay, wie kommen wir an denen vorbei? Wie geht das normal? Hier kann man die Waffe wechseln, ne? Okay, machen wir mal so. Peace.
Easy going. Also nicht nur, dass ich lieber Metal Gear Solid gespielt habe, wo ich übrigens schon nach, ich glaube, einer Woche zwei Teile durchgespielt habe. Nicht nur das, auch hatte ich keine Lust aufzunehmen. Das lag nicht unbedingt am Spiel, weil das Spiel hat mir in letzter Zeit sehr viel Spaß gemacht. Sondern es lag daran. Oh Gott, das wird schwierig da hochzukommen, das sehe ich jetzt schon. Ah, shit, ey, das wird schwierig. Oh, weil ich glaube, hier ist. Ah, ich war. Oder? Doch, ich war hier richtig. Ja, krass. Also, das mit dem Aufnehmen ist halt eben auch schon so ein Ding. Weil immer die Aufnahme starten und ich mache. Oh, vor dem. Oh, Aufnahme startet. Immer einen kleinen Test und so, ob alles okay ist, ob die Aufnahme läuft, ob das, der Ton aufgenommen wird. Ey, Leute. Und das. Keine Ahnung, da habe ich irgendwie. Ne, davor habe ich irgendwie keinen Bock gehabt. Darauf hatte ich keinen Bock. Das wollte ich so sagen. Okay, jetzt aber. Ich bin immer noch nicht hoch genug, ne? So. Und da, ja, und hier wären wir. So, da wäre ich wieder und diesmal ist das Spiel nicht irgendwie herumgepackt, sondern es ist gleich abgestürzt. Und oh, ist das Spiel gerade ein bisschen Arbeit. Beim ersten Mal backt das Spiel halt eben rum, ne? Dieses Geflacker habt ihr ja gesehen. Beim zweiten Mal ist es einfach abgestürzt. Während ich das Objekt gesammelt habe, habt ihr ja gesehen. Weshalb das anscheinend nicht gespeichert wurde, habe ich nämlich gerade auf der Karte hier gesehen. Das Objekt müsste eigentlich gesammelt sein, aber ist es nicht. Aber dann sagen wir halt eben Scheiß drauf, machen wir dann irgendein anderes Mal die ganze Sammelei von den Objekten, weil hier in der Gegend sind einfach wirklich sehr viele Objekte, ne? Na gut, also heute ist irgendwie, ist das irgendwie ein bisschen launisch, muss ich einfach mal sagen. Heute steht Assassin's Creed unter keinem guten Stern. So dass ich auch meine Sätze. Ach komm, komm ich hier nicht hoch? Na doch, ich komme hier hoch. Ja, manchmal hier die unsichtbaren Wände und so sind aber auch ein bisschen sehr krass. So, was ist, um es kurz zusammenzufassen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Satz zu Ende bringen konnte, aber ich habe zum einen Metal Gear Solid gespielt, was mir übrigens sehr gefällt, die alten Teile. Auch weil die von der Steuerung her ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Weil die waren schon damals von der Steuerung eher berühmt-berüchtigt dafür, eher so meh von der Steuerung zu sein. Aber es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also ich habe hier echt in einer Woche zwei Teile durchgespielt, vielleicht. Heute Morgen widme ich mich mal dem dritten Teil. Dann mal schauen. Und ne, ich hatte auf Aufnehmen keinen Bock. Das ist, kommt auch dazu. Aber eigentlich auf das Spiel selbst hätte ich eigentlich nichts dagegen. Also es ist nicht so, dass mich das Spiel langweilt. Ich habe gerade echt ein bisschen Spaß dran. Wenn es nicht hoffentlich gleich abstürzt wieder. Wenn es abstürzt, dann habe ich keinen Spaß mehr dran und ich werde das Spiel aufhören zu spielen. Auf immer. Nein, natürlich nicht. Ein kleiner Spaß am Rande. Ist auch etwas ungewohnt, nach einer Woche mal wieder irgendwie aufzunehmen. Weil ich das Sprechen verlernt habe. Nein, weil ich das Sprechen nicht mehr so ganz gewohnt bin. So, gehen wir mal ganz kurz und rufen wieder das Pferd. Wobei, brauchen wir eigentlich nicht, weil ich möchte mich mal kurz den Typen hier widmen. Hallo. Kommen wir mal wieder in das Kampfgeschehen rein, ha? So, einmal hier, bam, bam, weg mit euch. Nein! Entwaffnen und draufhauen. Oh. Wohl. Mal kurz das Mauspad zur Seite. Oh, so geht das nicht. Den Wagen plündern. So.
So geht das nicht mehr. Gut, es tut mir auch übrigens leid, ich glaube, wir sind schon bei 10 Minuten in der Folge. Aber wir sind immer noch nicht am Ziel angekommen. Ich habe wirklich versprochen, heute eine Mission zu machen. Werden wir auch auf jeden Fall machen. Also wir werden zumindest noch beim Ziel ankommen heute. Auch wenn die Folge dann, keine Ahnung, wie viele Minuten lang geht. Komm schon, das hält da nicht lang. Der letzte ging ja, glaube ich, 30 Minuten. Das war für mich ein bisschen zu lang, aber ich konnte es nicht anders schneiden. Ich hätte es natürlich wieder in zwei teilen können, aber das wäre dann auch nicht unbedingt besser, wenn dann zwei langweilige Folgen gibt, die beide 15 Minuten dauern. Okay, das haben wir schnell gesammelt. Mehr wollte ich nicht, meine Lieben. Oh oh, oh oh, das wird tot. Das wird tot. Ja. Scheiße. Das wird tot. Gute deutsche Sprache. Das wird tot. Na gut. So viel hat es jetzt auch nicht unbedingt uns gekostet. Und wir sind nah am Ziel dran. Also hey, alles gut gemacht, alles richtig. Komme ich da nicht hoch? Nee. So, das will ich aber auch noch gerne sammeln. Ach, Hallöchen! Oh! Boy, ey. Eigentlich würde ich den jetzt hier gerne jagen, aber... Ey. Freundchen. Oh, ihr habt gesehen, unser Konvoi ist angekommen. Und wir haben dadurch Geld bekommen. Ganz viel Geld. Stimmt, wir haben uns ja letztes Mal richtig viel Zeugs gekauft, ne? Haben es dann vertickt. Für Geld. Also wir haben es natürlich für teuer Geld eingekauft. Und wir müssen noch, glaube ich, ein bisschen Geld zurückgewinnen, weil das hat schon wirklich mächtig was gekostet, unsere Ausgabe und so. Von daher müssen wir da noch einige Aufträge machen, meine ich. So. Ja, das dürfte nicht tödlich sein. Ja. Okay, es hat aber Schaden gemacht. Kommt das Pferd eigentlich automatisch zu mir? Wow, seht ihr das da hinten? Die kämpfen gerade. Also über meinem Kopf. Da sind zwei Rehe, die kämpfen. Oder Wapitis. Ich weiß jetzt gerade nicht, was es für Dinger sind. Gibt es einen guten... Okay. Natürlich, man muss immer links aufsteigen auf dem Pferd. Das ist natürlich... das ist klar, ne? Anders geht's nicht. So, immerhin ausnahmsweise ist hier dagegen kein Baum, den man hochklettern muss, sondern ein Turm. Ist auch nicht das Originellste in Assassin's Creed, aber... Ne, nee, ist auch nicht originell. Leider kann man es auch nicht unbedingt loben. Na gut, so ist das Ding nicht. Und wir sind da oben. What a wonderful view I have over you. Fuck, soll ich denn jetzt hinspringen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinspringen soll. Ich gehe erstmal. Ich bin einfach mal vorsichtig, ne? Hier geht's nicht, hier geht's nicht, hier geht's nicht, hier geht's nicht, hier geht's nicht. Hier geht's nicht. Da! Ah, den habe ich gar nicht gesehen, den Heuhaufen. So. Ja, 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 das ist die letzte Kiste, ich verspreche es euch. Diese Kiste, die auf dem Tisch steht, mitten im Nirgendwo. Because why the fuck not? Geht's nicht hoch? Hier geht's hoch. So. Jetzt aber zur Mission. Also, wirklich jetzt. Ich komme mir das mal eben. Die ist ja hier um die Ecke. Quasi. Ist es nicht die Mission, da wo das Lagerfeuer ist? Nee. Nicht ganz. Ein bisschen weiter weg.
Ah, hier ist die Mission. Halt! So. Was ist dein... Hey, hey, ruhig jetzt. Und übrigens, du ziehst in die falsche Richtung, falls du mich erschießen willst. Oder will er das Gras erschießen, diesen Heuer, diesen Bündel da? Ein drohender Konflikt. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Okay. Vollidiot. Aber im Ernst, der ist ein Voll... Also, ne? Wenn man nicht ordentlich... Hi, es ist Breeze. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Okay. Eine Sache hätte ich gerne kurz gecheckt. Ach, okay. Das ist ein neues Gebiet. Weil ich dachte mir so, hä, waren wir hier in der Gegend schon mal? Nein, und das ist ein gut, das gibt einen guten Grund, denn diese Gegend gibt es wahrscheinlich nur einmalig zu bereisen. Für diese kleine Szene hier. Ich habe mich schon gewundert, weil die Szene kommt. Also die Gegend kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Oh boy. Ich gebe nicht auf Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeds ist näher an der Stadt, aber auch viel näher. Ich muss mal ganz kurz an die Front. Unsere Befehle stammen von Männern, die so weit entfernt sind, dass die Vernunft uns nötigt, nach unserem eigenen. Okay, man sieht nicht so genau, wer hier gerade. Oh. Hey, Boy. Na, ich kann hier nicht looten. Was gibt's da zu verstehen? Also, hier ist auf jeden Fall die Action gerade los. General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt wird? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich hisse diese Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Ich finde es sehr schön, wie sie sich unterhalten und voll zwischen denen die Kugeln einschlagen. Es ist immer was. Die sind auch wirklich super cool, ne? So ein bisschen Cool Geist und Explosions mäßig, bloß mit Kanonenkugeln. So. Hin da! Boah, hier geht's aber mächtig ab. Okay, hier lang. Oh shit. Ich glaub hier lang, oder? Ja. Mal hier lang. Ich frage mich auch überhaupt, ob das wichtig ist, welchen Weg ich lang gehe. Ich glaube nicht ganz. Mysterious? Ich ignoriere euch heute mal. Ja. Bye, Boys. Ein Grenadier per Luftattentat eliminieren auf dem Schiff. Bitte nochmal gucken. Auf dem Schiff unentdeckt bleiben. Naja, das wird schwierig. Auf dem Schiff unentdeckt zu bleiben, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das haben wir ja schon, glaube ich, in Erfahrung gebracht. Gerade weil hier oft zwei Leute stehen.
Oh, 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 oh. Okay. Aber ich will es natürlich dennoch probieren, ne? Das ist natürlich klar. Töten, 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 töten! Na, fuck you! Ach, jetzt ist mir auch egal. Mein früheres Ich hätte natürlich jetzt gesagt, ich lasse mich absichtlich töten nach dem Checkpoint und mache das dann wirklich sneaky. Aber mein neues verbessert, ich sag natürlich jetzt, weißt du was, fick it. Ich muss natürlich euch auch an euch denken und ihr wollt nicht tausendmal das gleiche sehen. Okay, runter vom Boot. Okay, so groß war die Explosion jetzt auch nicht, aber naja. Dennoch finde ich das, gerade die Szene von gerade eben, war sehr, sehr beeindruckend. Glaube ich vielleicht mal ein bisschen leiser. So. Hoppa. Und es ist natürlich eine Szene, die auch speziell oder sagen wir unter anderem mit dem Gedanken gemacht wurde. Das ist natürlich geil, um so ein bisschen die Leistung des Spiels zu demonstrieren. Ich meine, die einzelnen Partikel und die ganzen Sachen, die durch die Gegend geflogen sind, das ist natürlich schon ja, minimal anspruchsvoll, sag ich mal. Zumindest damals war es schon so ein bisschen für 2012. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, das zu demonstrieren. Hier heißt es natürlich nach Möglichkeit wieder unentdeckt bleiben. So, und wer, der geht diesmal... Oh Gott. Muss der gucken? Wundert euch nicht, warum euer Kollege versucht hat zu schwimmen. So. Das war übrigens auch ein Steuerungsfehler. Ich wollte gleich hochklettern, aber irgendwie er ist... Ne, die Steuerung ist manchmal ein bisschen... Naja. Kann man nicht sagen. Es ist einfach manchmal ein bisschen, naja. Kann aber auch am Controller liegen, dass der so ein bisschen alt ist und kaputt. Und ich sehr, sehr sanft sein muss, wenn ich nach oben drücke auf dem Controller. Weil er sonst, naja, ne, ganz... Ich möchte es mal kurz probieren. Ja. So, jetzt gehen wir mal kurz hier hinten hin. Und wie gerade eben, so... Ja, da muss man... Ich glaube, es ist leider ein bisschen der Fehler des Controllers, muss man einfach mal sagen. Na gut. Schwimme schon mal Richtung Ufer. Ich würde sagen, die Explosion leider immer noch nicht spektakulär genug. Ach lol, ich muss... Okay. Ja gut, dass ich schon mal weggeschwommen bin, ne? Wenn ich hier eh... Diese... stimmt, die Flaggen muss man hissen. Ne? Habe ich vergessen. Das habe ich vollkommen vergessen. Machen wir schnell. Wir sind auch schon mit der Folge gut dabei. Was die Länge angeht. Na gut. Come on, up, up. And away. Na shit, falsche Seite. Ach Gott, kann man nur hier hoch? Ja. Come on. Also ich muss sagen, zum Hochklettern nicht unbedingt der geilste Ort. Ach, wir müssen das nur bei einem machen, oder wie? Der grüne Punkt ist auf dem Ufer, also nur an einem. Oh.
Aber wir müssen auch nicht zurückschwimmen. Das ist auch sehr angenehm. Feuer! Okay. Dann weg hier. Ein bisschen schneller. Ach komm. Ich kenne den Ausweg. Ich nehme an, hier lang. Ist auch, glaube ich, der Weg, den wir hier reingenommen haben. Machen wir zurück zum General. General. Kommander, ich weiß leider seinen Rang nicht mehr. Ich muss zugeben, ist für mich auch nicht unbedingt von Wichtigkeit.